Einen wunderschönen guten Abend, Freunde der gutbürgerlichen und nach bestem Wissen und gewissen Realismus virtuell vortäuschend und erklärenden Landwirtschaftsfamilie. Hier auf meinem Kanal, mein Name ist Paul und mit mir dabei ist der liebe Achim Mobil. Moin. Der außergewöhnliche Nightcloak. Servus. Und der mappende Sergeant Bilko. Hi. Mach bitte mal das Auto aus, das ist sehr laut. Danke. Kalle ist da, Tobi ist da. Fenty ist da, Ace ist da, Philipp ist da, Lukas Fossel ist da, Servus. Flex Farmer, Dankeschön für deinen Resub im 11. Monat. Moin. Timo ist da, Rupert Junge, hi. Linus, Servus. Ambition, Servus. Nirvana, ja moin. Susanne, hallöhallö. Schüsselchen, hi. Sebastian Güttlein, moin, EBTV, guten Abend, Robert, Hallöchen, Paraderos, einen wunderschönen guten Abend, Street Chaser, ja, Schokoprinzchen, hi, Chrissy Modding, moin, Nobody by Nature, einen wunderschönen guten Abend, Blacktron, servus. Ja, heute steht hier was auf dem Programm, diese Karte, wo ihr schon so viel nachgefragt habt. Die wollen wir euch heute mal ein bisschen vorstellen. Und wie geht das besser als mit dem Map-Bauer, Künstler, wie auch immer man es nennt. Obi, hi. Ja, Andreas, erzähl mal was zu deiner Karte. Wie kommst du auf die Idee, da irgendwo in der Sackeifel eine Karte zu machen? Das ist, mal abgesehen davon, dass das schönste Land in der Eifel ist, so das Bitburger Land da oben, ne? Aber das ist ja, ich musste dem Mapper ja nicht erzählen, ne? Für mich ist das Sackeifel, also. Ne, ist wirklich ein schönes Fleckchen. Aber warum genau da? Warum genau da? War ein Test. Ist doch so ein Test entstanden. Castor, irgendwie normales Streamzeit. Ich wollte eigentlich eine ganz andere Region bauen und dann habe ich Versuchen versucht und gemacht und hin und her und irgendwann festgestellt, du bist jetzt eigentlich zu weit, um das wegzuwerfen und was Neues anzufangen. Ach, im Namen Tobias, hi, Farmbasti, hi, Falco. Heißt das, wir können da zukünftig noch andere Eifel-Projekte erwarten? Expandierend. Ich habe gehört, der Südeifel-Agrar, der ist da ja auch nicht so weit von weg, ne? Mhm. Slive, ja, servus. Wo ist der eigentlich, wenn man so auf der Karte guckt? Ist der so mehr keine Ahnung. Nördlich, östlich? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ungefähr 2 Kilometer hat er mal was gesagt, ja, am Anfang. Aber keine Ahnung, in welche Richtung das ich ist. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welche Richtung. Joey, moin. Irgendwo da... Kann er uns gleich erzählen. 2 Kilometer, das schreit aber nach Vierfach-Map, ne? Da wird das ja reinpassen. Eventuell. Boah. Ja, wo sind wir denn hier jetzt gerade? Ja, hier unten stehen wir in Kesfeld. Am Fahrzeughändler. Was haben wir hier noch? Hier haben wir den beide Annahmestelle. Wo ich aber ganz ehrlich bin, die ganze Ecke hier unten gefällt mir nicht mehr. Ich weiß aber noch nicht wie. Mich hat noch keine Muse geküsst, um das Ganze hier auch umzubauen und anders zu gestalten. Sag ich mal. Die Muse. Die Muse. Ja, die könnte bei mir auch mal vorbeikommen. Ich bin auch so eine Schmuse-Muse. Ach, hier haben wir die großen Silos stehen. Hier kann man dann... Ja, hier kann man Biertreber holen, hier kann man... das Deuker wird ja wegfallen, denke ich mal, von hier. Deuker wird wegfallen? Nee. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das können wir ja anderweitig noch befüllen. Wir haben ja noch so ein paar andere Futtermittel, die gegebenenfalls da noch rauskommen könnten. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Wir haben ja Irrsinns reiner City. Da ist ja so ein komischer Ruhrpöttler, eben. Der ist ja in die Eifel gezogen und hat ja ein ganzes Dorf gekauft. Eben.
Stimmt, jetzt kann man so. Kann man so sagen. Habe ich jetzt total vergessen. Warte mal, jetzt muss ich mich mal hier mal zurücklehnen. Ne, warte, ich muss mich nach vorne lehnen, fixieren. Dann bin ich weiter zurück, ne? Jawohl, jetzt bin ich aber zu hoch. Jetzt bin ich im Sitz. So ist das gut. Ich mach mal die Karte ein bisschen mit an. Wenn ich hier so ein bisschen gucken kann, wo sind wir denn jetzt hier auf der Karte? Ganz oben links. Oben links in der Ecke. MacBella, servus. AG240, ja moin. Andreas Krips, da ist er ja, wunderbar. Andreas, schau mal. Südeifelchen, erzähl mal, wo auf, bist du hier? Norden, Osten, Westen, Süden? Wo bist du hier von der Karte? Wo liegst du? Also, wenn du nicht zwischen den Kühen liegst. Redbar, moin. Alter Schirr, moin. Na. Richtung Binscheid. Das ist? Ah ja. Das ist? Richtung Binscheid ist nach oben, wenn ich mich nicht vertue. Ah, okay. Bumblebee, moin. Oh, da könnte man auf einer Vierfach eine Zweifach machen. Nach oben verlängern, wa? Megamanda, nein. Mac Amanda. Nabend. Hat es einen Grund, auf den, dass auf den Feldern so Symbole sind? Ah, nee, da okay, ich sehe. Was für Symbole? Sowas hier, wo dann da steht, wie das Feld heißt? Das hat einen Grund, ja. Weil dann da steht, wie das Feld heißt, das Flurstück. Die haben Namen. Nicht nur die Tiere haben bei uns Namen, sondern die Felder auch. Der Alte, ja moin, ewig nicht gelesen. Das Gras, was hier am Straßenrand steht, da warten wir schon seit ein paar Monaten drauf, dass das endlich das finale Gras wird. Also nicht wundern. Wir müssen hier noch ein paar Texturen austauschen. Das hast du im LS noch nie so gesehen. Ja, da hat der liebe Sergeant Bilko irgendwie auch sich lange mit bemüht. Und so ganz final ist das noch nicht, ne? Das wollen wir noch irgendwie anders lösen, oder? War da irgendwie... Ja, es ist auch der Versuch, das Ganze als Texte direkt aufzuschreiben. Wenn du von den Symbolen auf der Karte sprichst. Mhm, genau. TTV, ja moin! Aber ich kann mich gar nicht so schnell umgucken wie hier. Also, ich bin ja kein so großer Fan von so Map-Vorstellungsvideos und sowas, ne? Ist ja nicht, also bin ich nicht so, weil das immer super subjektiv ist. Aber was ich halt gar nicht mag, ist, wenn man über die Karten drüber fliegt und die eigentlich nicht aus der Sicht sieht, wie man sie normalerweise sehen sollte, nämlich als Spieler. Und wenn dann so über Map-Grenzen so hinaus geguckt wird und hinter Sachen geguckt wird, die du sonst eigentlich nicht siehst. Aber ich bin gerade total fasziniert hier aus der Beifahrerperspektive. Das gefällt mir richtig gut. Von wem sind die Deko-Fachwerk-Gebäude? Ich glaube nicht nur von Eicher Power. Ich glaube, da sind ein bisschen... Das, was wir hier vor uns sehen, das ist ein Gebäude, das ist, ich mich jetzt nicht vertue, heute im Mottab erschienen. Das ist von Pharma 5 Tom, ne? Kann das sein? Nee, das ist von Bernie SCS. Ach so, von Bernie war das, okay. Also ja. wir haben Bernie-Sachen drauf, wir haben Eicher Power-Sachen drauf, wir haben Pharma 5 Tom, Irrsinnsreiner und so weiter. Also Binscheid ist von, und von das Binscheid fährt man dann auf Hickeshausen und von Hickeshausen... Also unten in, wir kommen gleich an die Abzweigung, wo das Schild nach Binscheid steht. Das unten im Dorf Niederödfeld. So. Viele Weiden sind hier drauf, ne? Hier sind viele Weiden, hier sind 23 Stück drauf. Loniak, hallo! Agility, in Sachen Authentizität hebt ihr Modding im LS mit dieser Karte echt auf ein neues Level. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Also wir sind, glaube ich, alle ein bisschen betriebsblind im Moment.
Und teilweise sind wir auch alle mal ein bisschen genervt, weil eigentlich wollten wir schon seit einem halben Jahr den ganzen Kram released haben und fertig haben. Und ja, aber halt aus verschiedenen Gründen intern fehlen halt Sachen, wie zum Beispiel jetzt halt die Texturen von dem Gras, warum der Andreas, also Bilko, ein bisschen angepisst ist, weil er halt natürlich hier das nicht neu malen will, wenn da eine neue Textur kommt und die sich anders darstellt. Kann ich vollends verstehen. Ich bin angepisst, weil die Textur jetzt schon seit einem Dreivierteljahr nicht kommt und dafür andere Sachen wichtiger sind. Halt so Kleinigkeiten. Ne? Deshalb sind wir jetzt nicht gerade so... Oh, Sound ist auch schön. Deshalb sind wir gerade nicht so... Aber vielen lieben Dank also für das Kompliment. Gebe ich ja mal so direkt an Andreas weiter. Danke. Kommen wir nach mit Schauen. Ja, eigentlich schon. Also du fährst wirklich perfekt. Also ich will jetzt auch nicht den Kopf zu schnell hin und her bewegen. Und wie gesagt, halt, ich will nicht in der Außenperspektive zeigen, weil das halt immer, das vertäuscht halt immer ganz viel. Aber ich denke, dass was? Muss morgen früh noch nach Ödfeld Bahnhof auf die Raiffeisen Jünger holen. Ist das nicht Rainers Landhandel? Na, nicht ganz. Okay. Aber hier den Bach hört man schön. Plätschert schön. Also ich denke, dass mit der Eifel, mit der Holzer und mit der Palinier und auch mit der irgendwo in Thüringen, dass das schon Karten sind, die schon landschaftlich ziemlich reizvoll sind. Wie gesagt, die Galgenberg und die Landersum sollen ja auch noch kommen. Und die Alpenflair, also da ist schon ein bisschen... Sean Stein, moin! Dicker Kuhpanda, ja hallo! Als ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, wann habe ich das gemacht? War das vor einem Jahr oder so, wo ich das erste Mal das so ein bisschen... war im Dezember vor einem Jahr. Also das ist sogar schon anderthalb Jahre her. Anderthalb, ja, man würde schon sagen, fast anderthalb Jahre her. Da bin ich ja mit dem MB-Truck und dem Dreiachshänger gefahren. Wie gesagt, ich habe mich sofort wiedergefunden. Also das ist wirklich sehr authentisch. Also wenn ich das hier sehe mit dem Gras, ne? Wie gesagt, also das dauert nicht mehr lang. Was mich wundert, ist, sind die Felder echt so groß da oben? Ja. Lecker kalte Pommes, moin, Schornstein, hi. Echt so groß? Wir haben teilweise habe ich nochmal Satellitenbilder verglichen und getan und gemacht. Dann sind wir noch das eine oder andere ist mir noch aufgefallen, wo nochmal ein kleineres Feld rausgetrennt wird. Aber im Großen und Ganzen sind die Flächen so. Ja, weil wir kriegen im Multiplayer ein bisschen Probleme, ne? Wenn wir mit 4 oder 5 Leuten spielen, da die Fläche zusammenzukriegen. Breite, servus. Glaube ich nicht. Ja sicher, Vorgartenlandwirtschaft gibt es bei uns nicht. Oh, hör dir an, den Großbauer hier. bleib mal ganz kurz stehen. Lieber Andreas, ich glaube nicht, dass, also hier, Krips Andreas, ich glaube nicht, dass du, 15, 30, 45, 7, 9, 51 Pflanzen in deinem Anbauplan hast. Ne? Also da wird auch eine großflächige Landwirtschaft schon zu einem Gewächshaus. Also, wenn die Unkräuter mitzählen, kriegen die auch hin. Ja, genau. Ist gut, kannst weiterfahren. Hattest du eigentlich was an den Hecken geändert? Mhm. Gut. Weil ich habe gedacht, entweder bin ich jetzt total plemplem und das sieht auf dem Office-PC ganz anders aus, oder du hast die ein bisschen angepasst. Weil die sahen ich hab jetzt die komplett neu gemacht. Die sind nicht ein bisschen angepasst, komplett neu gemacht worden. Also jetzt, seitdem wir das letzte Mal geguckt haben, meine ich. Ja, ja. Seit letztem Sonntag. Okay, weil die sehen nämlich wirklich, jetzt sehen die schön aus. Und ich wusste aber nicht, liegt das jetzt einfach nur an dem Kack, kein Shader auf dem anderen PC, oder? Aber jetzt sehe ich es jetzt, aber mal so ehrlich, ne? Jetzt, wenn die nicht mehr so eintönig, so hellgrün sind, ist es schon schöner, oder? Ja. Also ich finde ich, was haben wir denn an FPS? Gucken wir mal, also. Ich habe im Moment 120. Fährst du gerade so ruckelig, oder? Nee, hier das ganze System ruckt im Moment. Achso, wir waren ja noch gar nicht auf der Karte. Ach, Shader Cage, ja. Hätten wir einmal drüber fliegen müssen am Anfang. Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja, total vergessen.
Buffer, ja, Grüße. Nee, das sieht, also ich finde, nee, wirklich. Sieht jetzt, ich finde, jetzt sieht die deutlich natürlicher aus. Hast du gut gemacht. Ich hab, was ist das hier oben, die Stelle von Marius Hof, da wo der Schuppen keine Collie hat. Ich hab, was war das, DMI oder war das, ist DMI, ja. Ja, ich hab mir den Modder rausgesucht, hab die angeschrieben. Ich hab keine Antwort erhalten. Hättest du mir sagen müssen, die haben einen eigenen Kanal bei uns in der Farming Agency. Okay. Also das ist kein Problem, kann man da lösen. Also, ach so, um das mal gerade, Tim Lewis, hi, um das mal ganz kurz, Ragnarok, hi, um das mal ganz kurz so ein bisschen klarzustellen, ich hatte ja gesagt, dass die Holzer neu gebaut ist und in die Eifel der eigentlich ein Convert ist, das war, ja, anders gemeint, als das rüberkam, also die Karte hier ist auch neu gebaut, die gibt es halt nur schon mehr oder weniger seit 17er, ne? 17er? Nee, 19er. Oder 19. Ist natürlich aber neu gebaut. Also der ist nicht einfach nur konvertiert worden, aber war für mich halt jetzt nicht böse oder negativ gemeint, sondern einfach nur, dass die halt in dem Sinne schon da war. Ja. Das heute ist nur Map-Vorstellung, Buffer. Geht auch nicht lange. Wir machen Stündchen oder so. Länger machen wir nicht. Und danach streamt Achim. John Deere, moin. Würde es denn möglich sein, dass, wenn Getreide nicht gespritzt wird, dies zur Ernteminderung führt, quasi einen Bierbetrieb zu simulieren, oder sprengt das den Rahmen des Möglichen in TerraLife? Wenn du das Getreide nicht, warte mal gerade, wenn du das Getreide nicht spritzt und du Unkraut... Spritzen hat immer eine Penalty auf Ausbeute. Ich glaube 15% sind es, aber nicht ganz sicher. Wenn du nicht spritzt oder wenn du spritzt? Wenn du nicht spritzt. Wenn man Herbizid am Feld verwendet. Ja, dann? Dann sollte man immer 15% weniger haben. Was aber weniger ist, als wenn man die Unkräuter stehen lässt. Also weniger Penalty. Okay. Und am wenigsten Penalty hast du, wenn du halt striegelst oder hackst. Aber dafür kriegst du da halt Precision Farming Penalty für die Boden, also für das Reading. Aaron Williamson, moin Andreas und Papa. Okay, wer ist jetzt hier der Papa? Mario. Ist Mario da? Nee, wo ist er denn? Nee, der ist nicht draufgekommen wegen dem Carraro DLC. Ach, warum habt ihr nichts gesagt? Das hätten wir doch schnell. Ja, da war aber zu spät. Ja, wie ist das denn jetzt eigentlich mit? Hat der Steam und hat der Seasons 2 Pass? Weil sonst kann er den haben. Oh, den Zweier weiß ich nicht. Muss ich fragen. Habe ich eben nicht dran gedacht. Also, Aaron, frag mal deinen Papa, ob der den Seasons 2 Pass hat auf Steam. Der kann ja eins in den Voice reinkommen. Ja, eben. Deshalb frage ich mich, warum ist er nicht da? Kann er reinkommen in Voice? Aber der ist noch mal so zu am Schauen, deswegen. Ja, Mario, ab hier. Rein hier. Der die meiste Zeit hier von neben dir hier auf der Karte verbracht hat, der gehört doch auch hier rein. Kann seinen Senf noch mit hier raushauen. Du bist ja genau wie Ludi, ey. Wie viel Deko wollt ihr verbauen? Ja. Es geht noch. Ich habe anfangs nicht so viel Deko gehabt. Dann habe ich Ludi drauf angesetzt und nachdem Ludi fertig war, hatte ich verstanden, was er meinte und dann habe ich selber nachgesetzt. Ja, ja. Ihr seid so krank. Aber ich habe oben, ich lasse oben die FPS ja laufen, ne? Also. Ja. Ich habe also aber auf 60 begrenzt, also es geht nicht höher, deshalb. Ich habe die Placeable-Datei habe im Moment. Wenn ich die über den GE laden lasse, ich habe so ein kleines Skript geschrieben, um die Placeables alle mal laden zu lassen im GE, damit ich am GE umschieben kann und machen kann, da lade ich zurzeit ich meine 1100 Placeables. Da wo ihr gerade seid, müsste dann noch in echt der Dorminghof sein. Lohnunternehmen Lepage. Das ist hier oben, ja. Lepage Laput La Pente. Das war doch irgendwann mit der Ente von früher. Lepage Laput La Pente. Da ist er ja. Mario? Das ist der Hallo? Hof hier oben. Hallo! Guten Abend. Guten Abend, jetzt wird es hier aber eiflerisch, du. Leck mich jetzt am Jetzt wird es eiflerisch. Hast du Seasons 2 Pass? Seasons hier 2? Nee, nein. Okay, du hast Steam. Du hast garantiert dein LS auf Steam, ja?
Ja, richtig. Okay, bleib mal kurz stehen. Andreas, bitte. Dann mache ich das nämlich so. Dann kriegst du jetzt den Seasons Pass. Wo ist er denn? Da ist der Gott. Moment. Jetzt muss ich dich natürlich gerade noch finden wieder. Ich klicke dich mal so an. Dann gucke ich mal, ob ich das hier so einfügen kann. Dann kannst du dir den ja. Habe ich dir jetzt auch geschickt, hoffentlich. Gerade jetzt den richtigen, ne? Ich schau mal nach. Auf Dann Discord. schon mal vielen Dank. Gut, dann müssen wir das Dankeschön auf jeden Fall schon mal an die Agrarasse weitergeben, die da an den Bobby, der da zum Teil sich dran beteiligt hat. Also ist für dich natürlich gratis, ne? Also Ja, vielen Dank. bitte Hier gerne. ist, ja, hier ist ein Code gekommen, ja. Dann guck mal, dass du damit geladen kriegst, dass das funktioniert. Oh, der ist ja weitergerollt. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind auf der 100 Karte. Meter weit. Nee, aber wo? Ach so, unten links sind wir. Unten links sind wir. Also so rein landschaftlich gesehen ist das hier wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, das kann so ein bisschen auch die Bergisch Land ein bisschen auffangen, weil das vom Stil her, von der Art her zu spielen, denke ich mal, ganz gut passt. Ist zwar eine ganz andere Karte in dem Sinne, aber ist halt nicht so weit weg. Was sind das für Ausrufezeichen auf der PDA bei den Feldern? Das sind die Feldnamen, wo wir noch dran arbeiten. Hier, guck mal, wenn man da drauf drückt. Wo wir noch dran arbeiten, dass wir die Namen draufkriegen, direkt draufkriegen. Hier ist das Sägewerk und hier ist auch das. Hier kommt auch das Kompost. Kommt hier nicht auch die Kompost-Dings hin? Oder was war Die das? habe ich noch an einer anderen Stelle eingeplant, eigentlich. Ach so. Oder hier hinten in die Ecke. Hat man hier nicht. Hier fehlt noch. Bitte? Hat man hier nicht auch irgendwie noch was? Hier fehlen noch Texturen auf dem Gebäude. Oh. Pfadfehler. Nicht Pfadfinder, Pfadfehler. Oder dieser Tage unverhofft gelöscht. Müssen wir mal Werden mit heute auch Grave die umgehen. Höfe gezeigt? Ja klar, zeigen wir auch nachher die Höfe noch ein bisschen. Haben wir noch gleich noch ein Hier bisschen Zeit. in der Ecke könnte man eventuell den Kompost noch mit Ne, vorsehen. aber wo hast du das mit der Mauer? Du hast doch irgendwas mit der auf der Mauer, auf der Lauer. Ah, das habe ich aber nicht gemacht. Ach so, okay. Hey, Hättest du jetzt eine Mauer übrig? ja, könnte ich mal schnell eine neue basteln. Nicht, also ich dachte hier in der Ecke. Aber ist ja nicht schlimm, wenn das woanders ist ja auch cool. Sorry schon mal für die Frage, aber blicke da gerade nicht mehr durch, für welche Karte Terra Life kommt, weil man heißt, kommt für die Ostsee. Also, Terra Life kommt nicht für irgendeine Karte, sondern die Karten werden in Terra Life eingebaut. Und wir bauen Terra Life ein in die Eifel, in die Holzer. Beziehungsweise die Karten werden in Terra Life eingebaut. Also die Holzer wird in Terra Life eingebaut, die Eifel ist in Terra Life eingebaut, die irgendwo in Thüringen wird eingebaut, die Paligny von unserem Partner MA7 wird eingebaut, die Alpenflair wird eingebaut, den habe ich den jetzt noch vergessen, die Landersum und die Galgenberg. Es ist nicht wie im 19er mit Mais Plus mit der Horse Extension, dass du was in die Karte einbaust, sondern die Karte muss halt komplett in TerraLife integriert werden. Das heißt, wir haben nachher auf dem Mod-Hub ist dann TerraLife, das sind dann einige Module und dazu kommt dann die Karte und die Karte hat dann die Module als Dependency. Macht es für uns einfacher und auch nachher einfacher für Support. Wenn wir dann irgendwas ändern müssen, dann brauchen wir das nur an den Modulen anzupassen und nicht an den Karten. Das heißt, wir haben dann einen Fix für 6, 7, 8, 9 Karten gleichzeitig. I see, I see. I understand. Okay. Ja. Oh, bleib mal kurz stehen. Ich habe dir ja letztens auch so Unrecht getan, von wegen mit dem Gras malen, ne?
hat er sich richtig Mühe gegeben, der Andreas, und hat hier wirklich auch bei den Häusern überall unser schönes Lawngras gemalt. Ja, ist vielleicht nicht überall 100% perfekt, wie hier zum Beispiel. Kaum noch ein bisschen, könnte man auch eine Idee schon breiter malen, aber das sind auch so die Details, die ich nachher noch. Aber da seht ihr halt den Unterschied, das ist halt das fertige Gras und das Gras hier ist halt noch nicht fertig, da müssen wir noch dran arbeiten und das macht halt gerade im Moment sehr viel aus, weil das halt an den Straßenrändern und so noch steht, das ist das unser normales Gras, das hatte mal eine andere Bewandtnis und deshalb, also das wird auch vom Farbton her schöner nachher passen und so und kommt die Bergestand auch mit Terra Life? Die Bergestand kommt diesen LS gar nicht mehr. Das schafft Ludi gar nicht. Ich habe ja auch noch einen jetzt zu Seasons Pass zu verschenken, ist aber über Giants einzulösen. Vielleicht hat jemand Bedarf. Ja, schreib doch, kannst du auch gerne im Mais Plus Discord schreiben. Ich habe jetzt wirklich sehr lange gesucht, jemanden zu finden für den Pass. Ist one of the. Doch, warte mal, ich glaube, ich wüsste sogar jemanden. Psychobacker, schreib mich mal an auf dem Discord. Ich wüsste vielleicht sogar tatsächlich jemanden, der auch wirklich super dankbar dafür wäre, den zu bekommen. Is one of those maps mentioned is more single player and Ayahuasca friendly than this? I know you're having different preferences, but. I can give some input in that if you want. Yeah, yeah, do it, please. The AI worker, the base game AI worker, will not be able to do every field work because the whole engine is very, very limited. So if you want to use an AI worker, I would recommend Cosplay actually. Yeah, but he's asking for one map that we have special. Well, Cosplay doesn't care if the field is odd shaped. No, it's just which map is more for the AI helper recommended? The Pelican name map actually has a few square fields. And isn't the somewhere in Thuringia also very helper friendly? Yeah, those are pretty large and there's you don't have to play the whole map, so you can just use a part of it. So it is a 4x map, but you can really play it as a single player. Sabi, thank you for your following. Wie gesagt, Bergisch Land kommt nicht mit Terra Life, weil die Bergisch Land diesen LS gar nicht kommt, weil der LS ja dieses Jahr schon neu kommt und Ludi ist ja gerade mal mit der Holzer jetzt erstmal fertig und möchte da noch mal ein bisschen LS spielen. Urweller Bub, guten Abend. Kann es sein, dass da Büsche in der Hecke blühen oder wirkt das nur auf meinem Bildschirm so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der Andreas da verbaut hat. Aaron Williams, danke für dein Follow. Und die Eifel soll noch für einen 19er kommen. Okay, was verschrieben. Ja, die kommt für einen 22er. Wir wollen, weil wir Terra Life vor der Farmcon noch releasen wollen. Und da kommen halt die ganzen Maps dann auch zusammen. Also die Eifel, die Holzer, die Paliné, die irgendwo in Thüringen. Hoffentlich die Alpenflair, habe ich jetzt schon länger nichts mehr von gehört, wie der Stand der Dinge ist. Habe ich das alle genannt? Holzer, Eifel, irgendwo in Thüringen, Paliné und Alpenflair, die mit Terra Life eingereicht werden zum Testen. Danach kommt halt noch, soll halt noch die Landersumme und die Galgenberg, ja genau, kommen. Und von Yashiba, maybe a map from Yashiba also, but he has to talk to Braven because of the productions that he has. And thank you for your subscription, Yashiba. I haven't forgotten you, so I. Ja, Tombi. Korrekt. Sind befreundete Partner von uns. Und die hat er extra, im Prinzip hat er die Karte extra gemacht, damit sie für Terra Life ist. Also ich habe halt gesagt, die Karte muss halt Mod-Hub-tauglich sein. Deshalb haben die zweite Karte gebaut. Die andere, wie hieß sie noch? Ich vergesse. Genau, die ist ja nicht Mod-Hub-tauglich gewesen und deshalb. Haben die Deep Map noch gebaut. Oh, das ist hier. Bleib mal gerade stehen, bitte. Ein klein bisschen zurück. Klein bisschen zurück. Bitte, ein bisschen zurück. So da auf die halbe Ecke, so von dem Wald. Noch ein bisschen zurück. Ja, so. Boah, ey, das erinnert mich so sehr an Eifel-Wandertage, ne? Ah, ja, gerne weiter.
wird meist Rowcrop Ready sein oder MLS Standard. Also wir werden kein Rowcrop Ready machen, weil wir das vor 4 Jahren schon hatten. Hatten das damals schon ausprobiert und haben es halt für schlecht befunden und in die Tonne gekloppt, weil Densities verdoppeln bringt so viel Performance-Einbuße, dass du dafür 200 andere Feature nicht hast und das ist es einfach nicht wert. Es ist technisch noch nicht so möglich, im Multiplayer das zu machen. Singleplayer und für irgendwelche Clickbait-Bilder kannst du sowas machen, aber eine Karte, bleib noch bitte gerade stehen, eine Karte, die A, über 50 Früchte hat, B, 48 Monate Wachstum. Ja, wir haben 4 Wochen pro Monat, das heißt 48 Wochen Wachstum, also 48 Wachstumsstufen oder Wachstumsphasen pro Jahr mit Pflanzen, die bis zu 32 Wachstumsstufen haben. Da ist dieses nein, einfach nein. Ja, es sind noch zusätzliche Maschinen dabei, wie auch eben genau unsere Novak. Aber kommen noch andere Sachen dazu. Das Testing wird mit Sicherheit viel länger dauern als bei normalen Mods, ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich glaube, die geben einfach aus. Hauen es doch den Testfall und gut ist. Das wäre durchaus möglich. Ich habe den Überblick schon verloren über alle Sachen teilweise. Also ich sag euch eins, ne? Wenn dann kommt, tut uns leid, wir können TerraLife nicht testen, weil wir wollen verhindern, dass TerraLife den Hype, den wir auf der FarmCon für die neuen LS generieren wollen, kaputt macht, ey, dann werde ich zum Attentäter, ey. Und ich glaube 25 oder 24 andere Leute aus dem Team auch. Dann marschiert Österreich wieder ein. Da hießen die einen, wir schicken nur noch einen Mann. Ja, ey, aber du marschierst dann ein. Nicht nein. Sind auch zusätzliche Maschinen dabei, ja, wie gesagt, Novak und noch andere Sachen kommen noch dazu. Uwe sagt zum Andreas, top Arbeit, 100% besser als die letzte Map-Vorstellung, macht jetzt schon Laune drauf zu spielen, super Arbeit. Ja, wir fahren ja jetzt auch gemütlich über die Map und ich kann ja jetzt auch hier in Ruhe gucken. Das ist wie so eine Cutscene in so einem Spiel. Weißt du, wo du dann so nur guckst, ne? Ich warte schon die ganze Zeit auf Zombies aus dem Wald. Ja. Na, die wohnen hier in der Eifel, aber in Häusern. Die sind ja nicht im Wald. Damit ist nicht gemeint, in allen Häusern. Nicht falsch verstehen. Also ich wollte jetzt nicht die ganze Eifel beleidigen, aber wir hatten damals im Dorf so einen. Das war, boah. Das ist richtig, die Wälder mit den ganzen Falsches drunter sind wirklich hübsch. Ja, hier, also das, also. Wäre fast schade, wenn jemand sie alle wegschneidet, nicht, Rachel? Messerwitz. Beep. Beep. This content is temporary not available. Beep. Beep. This content is temporary not available. Beep. Oh, ich glaube, hier steht genug drauf. Du kennst Achim nicht. Der baut einen 24 Meter Holzer, der direkt Hackschnitzel draus macht und Kantholz und Kleinholz und hast du nicht gesehen. Oh. Ich bin gerade bei einem Häcksler. Ich dachte, ich fange mal mit 6 Metern an. 6 Meter Forsthäcksler. Ja, der ja, fährt. So ein, ja, ja. Fährt so wie ich brauche nur noch einen anderen Aufsatz. Ich sag dir, Achim kommt nicht aus der realistischen Spielweise, der hat ne, also so wie ich früher Achims Autoloader gehasst habe und die Produktion, so hat er meist plus und realistisch gehasst und wir haben uns gegenseitig angenähert und jetzt ist irgendwie, haben wir ein Problem. Jetzt möchte ich ganz realistisch alles platt machen. Genau. Nee, hast du wirklich schön dekoriert hier, also kann man echt nicht anders sagen. Hast du hier die Sträucher an den Weiden und so, hast du die schon getauscht? Nein. Müssen wir unbedingt dran denken, ne? Das ist keine Arbeit. Nee, das sind ja nicht viele. Das ist ja nur, was an den Zäunen ist oder so, da wo man halt die Rabatten mulcht oder so. Richtig, Motorsäge und Seilwinde. Eigentlich, und dann eigentlich würde ich mir erstmal... Ja, würden wir uns alle wünschen, dass der LS noch ein Jahr länger bleibt, weil es kommen halt noch viele Sachen.
Nee, das ist ja nicht, sind ja nicht so viele Büsche, Andreas. Also hier sowas könnte man zum Beispiel halt einfach tauschen, weißt du, dass das dann halt, weil das dann halt das Rabattenmulchen halt auch wieder realistischer macht. Was setzt du auch so viel Zeug dahin? Aber zwischen den Bäumen brauchst du ja nicht zu tauschen, dann mulcht ja eh keiner. Das hier oben gefällt mir sehr gut, diese kleine Waldkuppe da. Bilko, jemand hat gefragt, ob die Felder Feldeinfahrten haben oder nur Grasunterhöhen. Die Felder haben auch Feldeinfahrten. Ausgezeichnet. Wir sind ja nicht bei den Hottentotten, ne? Na gut, mit der Zeit wird alles eine Feldeinfahrt, wenn wir auf genug überfahren. Ja, nur im LS nicht, da muss es malen. Ja, ich weiß. Simon Morasso, moin. Also ihr könnt ja auf der Karte so ein bisschen erkennen, wo wir fahren, ne? Hoffe ich. Soll ich hier Verhältnisse zeigen? Das ist das Verhältnis vom Feldweg zum Quad. Bist du zufrieden? Du könntest auch selber gucken, Leon, ne? Du bist eine Nase. Ist hübsch geworden, nicht zu groß. Nee, ich lasse die FA-Leute immer im Stream fragen, Sachen fragen, die sie eigentlich so im... Finde ich immer lustig. Nee, wenn du es enger machst, ist es schwieriger. Ja. Nee, das ist schön. Also sieht davon nicht mal aus. Die sind dafür... Ja, dafür sind die ja schon ne, den Hubbel finde ich gut. Lass den los. Ja, der bleibt doch drin, der war auch gewollt. Ich wollte gerade sagen, weil das... Sollen wir mal nach Irsinhausen fahren? Können wir machen. Achim holst doch Feldeinfahrten um, wenn da genug Bäume stehen. Wenn da keine Bäume stehen, stelle ich mir welche hin. Warte ich 2 Jahre, ich bin sehr geduldig. Bei Bäumen, ja. Ja, bei Bäumen bin ich sehr geduldig. Aber nur bei Bäumen. Hast du eine Custom Soul Map eigentlich auch gemacht für die Map? Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Beim Fetzer Crew, servus! Eine was? Die Verteilung von den verschiedenen Erden da für Precision Farming. Da ist eine Custom Map drauf, ja. Ist ja geil. Oh, dann bleiben wir kurz stehen, dann zeigen wir die mal kurz. Kurz. Das ist gut. Ja, cool. Bodenarten ist hier nicht viel. Ist alles Leben. Ja, und die Felder alle halt erst scouten. Das ist Eifel. Wie geht denn, wissen wir mal, der Befehl für den ganzen, geht er den Multiplayer überhaupt? Ich glaube, die gehen im Multiplayer nicht, ne? Wie ist denn der Vulkan, der Befehl für Vulkanerde? Vulkanerde. Feuerfrei. Ja, dann müssen wir dann ein andermal zeigen, die Zollkarte, aber. Luke Lehmann, yo! Alles fit. Nee, ich glaube, Steine haben wir tatsächlich gar nicht angegriffen, weil ich glaube, bei uns spielt keiner mit Steinen bis auf Achim, weil er sich selber hasst. Ja, und wir haben das so ein bisschen mehr wie Monty Python. Wir nutzen die nur zum Werfen, nicht zum Spielen. Ja, aber ist kein Problem. Wenn jemand mit Steinen spielen will, dann kann ich den Bilko. Bleib noch mal ganz kurz stehen, bitte. Ich guck mal gerade, ob das tatsächlich funktioniert, was er da gerade sagt mit dem PF Ankara. Aber ist das nicht PA-Uncover? Jetzt macht mich hier, warte mal, ich probiere mal beides aus. Ich probiere mal beides aus. Jawohl, der ist gut. Das Problem ist, dass du diese Befehle nur benutzen kannst, wenn du den LS mit -Cheat gestartet hast. Und so eine Weinberg-Map wäre auch cool, mit tatsächlich animierter Lava oder so, alle paar Jahre. Wäre ich schon dafür. Okay, das kennt er nicht. Gucken, was Buffer sagt. Nee, er kennt auch nur. Kennt er nicht, will er nicht. Er klickt doch einfach ein paar Felder an und drückt auf Kaufen. Warum? Ja, damit so ein bisschen was. Und den Rest, den können die Leute sich dann selber raussuchen. Zeigen wir demnächst. Es ist doch alles gekauft.
Nein, Die Boden. Precision Farming Maps. Precision Farming Bodenzeigs kaufen. Ja, kann ich hier aber nicht anklicken. Du Weil hast den auch. Feld anklicken. Ja, das ist aber auf einen anderen Hof gekauft. Ja, das ist blöd. Ja, also. So, jetzt fahren wir noch, weil wir fahren jetzt zuerst ins Ja, reine gut, dann Haus. fahren wir. Dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Dann ist Martin, recht. Abend. Weil wir wollen ja pünktlich sein. Oh, ach, wir müssen das übrigens zeigen, wie man am Anfang so ein Intro laufen lässt. Ich habe jetzt gehört, dass auf Twitch die Leute den Anfang nicht mitkriegen und nur auf YouTube im Replay der Anfang mit bei ist, weil das auf Twitch irgendwie viel später erst startet, weil da irgendwas anderes vorher läuft. Ja. Ich benutze ein Standardding dafür, weißt du? Also. Das ist einfach so zusammengeklickt und die gibt es mit Timer, mit ohne Timer und so ein Kram. So, jetzt kommen wir nach Irsinshausen. Mega Leute, Mando, das kann drüben. man pauschal nicht sagen. Das hängt immer davon an. Wenn auf der Map irgendwelche tatsächlichen Terrainänderungen sind, dann sind die halt einfach geändert. Wir probieren bei den High-Type und Foliage und so möglichst alles fehlerfrei zu haben, weil das sind halt auch potenziell Sachen für Safe Wolltest du nicht erst Game. am Land, fest am Landhandel erst vorbei und dann danach zum Stall, bitte? Ich kenne mich ja hier so topografisch nicht aus, aber ich meine Landhandel. Genau, da ist ja. Hier ist der schöne Landhandel. Mit Waage, ne? Die Waage ist doch drin, oder? Die Waage ist drin. Da hat ja dieser komische Ruhrpöttler hat hier sich ein Haus gekauft und dann war das hier noch billig zu verkaufen und hat er irgendwie von der Tante Erb oder so. Hätte hier der Landhandel auch noch gekriegt. Leck mich an der Binsen, du. Wo haben wir denn die Waage? Wo ist denn hier die Hier Anzeige? drauf. Ach da, Ah, da die ist sie. Anzeige. Andreas, wir sind fett. Ja, müssen weniger essen. Oder mehr bewegen. Also da habt ihr die Silos. Das ist tatsächlich nach einem real gefundenen Vorbild hat Rainer die Silos da reingesetzt. Da habt ihr auch die Pfeife, wo es dann rauskommt, da hinten. Muss einmal rumfahren um den. Ich will hier nicht kritisieren, ne? Aber der Container hier ist der mit Abstand hässlichste, dümmste und bescheuertste Asset-Container, den ich jemals gesehen habe. Weil der hat auf beiden Seiten einen Haken zum Aufnehmen. Den kannst du Deswegen natürlich. habe ich Schuhkarton genommen für meine Den Werkstatt. kannst du also nicht auskippen. Mit Öffnungszeit, oh. Wobei, es gibt schon eine stationäre Strommühle als Mod von Irsimrana im Modhub. Die ist nicht groß, die kann man sich überall hinstellen. Eicherpower, moin. Und ja, die mobile ist dann halt die einmal die Stade und dann noch von einem Bekannten von uns, der hat ja auch noch eine gemacht. Oh Gott, ja, die mit dem Namen, den möchte ich aussprechen. Ja, das habe ich gerade dem Bekannten von uns gesagt. Hier ist Irsin Rainers Hof. Jetzt wäre natürlich schön, warten wir mal gerade stehen, wäre natürlich schön, wenn Rainer dabei wäre, weil der hat hier so ein paar Die schöne. Murska ist es von Agrogatti. Der hat, ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt hier? Ich mach das nochmal gerade, damit ihr. Warte, ich mach das nochmal gerade. Nochmal gerade zu. Also, aufmachen. So, jetzt weiß ich nicht genau, wie das jetzt geht. Da muss ich aber jetzt gerade mal gucken. Das ist das erste Mal, dass ich das mache, weil das hier ist ein Ballenlager. Jetzt weiß ich nicht, der hat. Wie hat er das denn gemacht jetzt letztes Mal? Also, bei den Ballen. Ah, da. Da werden die Paletten unter die Ballen gelegt. Ihr habt dann unter jedem Ballen habt ihr auch eine Palette liegen, weil die liegt man ja nicht auf dem Boden. Rainer halt. Rainer Was? halt. Habe ich noch gar nicht gesehen, ja. Ja, da fehlt nur der LCN-Text noch. Ja, dann hat er hier gemacht und hat er, warte, hat er hier vorne, glaube ich, auch noch gemacht. Ich glaube, hier ist auch noch eins drin. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wie geht denn das hier überhaupt auf? Muss doch hier. Oder geht das nur von innen auf? Muss man eine Tür rein?
Du kommst wieder dabei. So, hier ist nämlich auch noch Ballenlager. Hier ist dann das Gleiche. So, da legt ihr hier die Paletten hin. Ne? Ganz wichtig, Paletten hinlegen, nicht vergessen. Und da kommen die Ballen drauf. Die tup, 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 tup. Und hier. Achso, bin ich jetzt auf dem falschen Hof? Müssen wir doch einmal auf einen anderen Hof springen. Wie viele Höfe gibt es auf der Karte, Pilger? Das ist jetzt, muss ich selber kurz überlegen. Weil wir haben 2, 4, 5. Also hast 5 Icons. Also wenn du noch irgendeinen Hof hast, wo man noch ja, drauf kann. Ja, die Icons, das bin, da bin ich schon nicht. Die Hofhopper, Hofkessel, Reif, Lepage ja, und Futterhalle. Es sind noch diverse andere Stellen, die man eventuell als Hof spielen kann. Kommst du auch auf den anderen drauf? Bitte gerade, weil dann sonst kann ich bei dir wieder nicht einsteigen. Nein, das ist eine Vanillagröße dort, Farmer Hessen. Ich weiß jetzt nicht. Soll ich das jetzt echt zeigen? Dann spoil ich ja was von Terralife. Was? Nein, heute ist nicht Terralife-Tag. Es ist aber Stallzeit. Es ist aber Stallzeit. Das ist das Problem. Aber ich glaube, da wird gar nicht so viel gespoilert, wenn ich das so zeige. Die Leute, ja, ich bin mal ein paar Minuten weg. Ja, bis gleich. Die Leute sehen das ja eh nicht. Das liest kein. Dann zeig nicht drauf. Das liest kein Mensch. Tiere gehen immer, genau, Schüssel. Ja, als Braten, als Kebab, als Wurst. Immer. Total geil. Fabelhafte Tierwesen und wo sie zu finden sind. Foto von der Fleischtheke. Total geil. Ja, aber das. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich in der Harry Potter Welt leben würde, ich würde die Viecher essen. Egal. Blackthorn, Buffer, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, hast du das echt gesehen, Bene, oder hast du das jetzt wirklich gelesen? Oder ach, ich habe auch jetzt viel zu lange schon wieder offen gelassen. Du bist auch mit der Maus praktisch rundherum gefahren. Also. Und ihr könnt da mal gucken, das sind die ganzen Slider, die ihr für die Kühe habt. Frikadellenform ist auch Kühe streicheln. Ja, aber wie das mit der Biestmilch funktioniert und wie geil das mit der Biestmilch funktioniert, das erfahren Sie an einem anderen Tag in einem anderen Schauspielhaus. So, jetzt bin ich gespannt. Hat er gewechselt? Er hat gewechselt. Nee. Hast du hier irgendwo eigentlich auch so was Komisches, so wie Schafstelle oder Ziegenstelle oder sowas? Nein. Ganz normaler Dude, Biestmilch, wow, genau. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Was gibt es denn für Tiere hier auf der Karte? Du hast ja wahnsinnig viele Weiden. Ja. Standard. Heißt? Ansonsten haben wir auch in der Eifel eigentlich hauptsächlich Milchviehhaltung. Das heißt, du hast das auch mit Absicht so gemacht, dass halt... mal blöd gefragt, was ist Biestmilch? Das ist das Kolostrum, das ist im Prinzip das, was die Kuh in den ersten 24 Stunden gibt, wo die ganzen Immunstoffe drin sind fürs Kalb. Ein Kalb kommt ja zur Welt und hat kein Immunsystem in dem Sinne. Und die Kuh gibt durch die Milch dem Kalb eine gewisse Immunität, was halt für Bakterien und so weiter, Krankheiten in dem Stall vorhanden sind. Und Schafe gibt es bei uns keine mehr und Schweinehalter haben vor 15 Jahren die letzten. Okay, dann ist das ja gar nicht so falsch. Also dann ist das ja genau richtig. Ja. Aber Hühner und Pferde gibt es noch? Pferdehof ist da einer hier drauf, ne? Ja, du hast da einer drauf, ja. Und Hühnchen gibt es immer, ne? Ja, Hühner gibt es auch noch in der Eifel, aber das kommt mir auch so. Aber ja, also der Eigenversorgung. Die wachsen mal und dann gehen die wieder ein und dann wachsen die wieder, also. Das ist ja, Mann, ein ganz böser Cliffhanger. Oh ja.
keine Schafe und Schweine auf der Map. Da könnt ihr euch ja halt platzieren, ne? Ihr könnt euch ja die Stelle platzieren. Ja, da gibt es einen Mod von einem gewissen Chisel mit den Expandable Pastures. Ja, wer ist denn dieser Chisel eigentlich? Warum heißt er eigentlich FA? Freundlicher Angestellte oder was? Oder freundlicher Ausflipper oder. Wir müssten uns eigentlich VA nennen, ne? Viecheragentur. Das ist ein modulares Kürzel. Ja. Fressagentur. Ja, habe ich gar nicht gedacht, aber. Ja, Food Agency. Wir sind halt so oder so Food Agency. Heumitsch wird es auch geben. Die wird es auf der Holzer geben. Die gibt es. Alpenflair auch, oder? Auf der Alpenflair denke ich auch, ja. Ja. Fürs Alien. Oh, du bist so lieb zu mir. Das ist ja modular, es funktioniert für alles. Freundliches Alien. Futterndes Alien. Ja, das passt aber nicht mehr so. Ich esse nicht mehr so viel tatsächlich. Müssen wir tatsächlich demnächst noch eine extra Hoftour machen, ne? Die Höfe vorgestellt. Am Sonntag, jetzt kommenden Sonntag, werde ich von der Karte streamen. Nicht von dem Server, sondern von einem anderen Server. Und da baue ich einen Hof auf, da wo wir jetzt gleich dran vorbeifahren. Wir können den inneren Hofweg nicht nehmen. Aber habt ihr ja soweit gesehen. Es ist geplant, dass da ein anderer Hof hinkommt, da wo ich jetzt drauf gucke. Und den würde ich am Sonntag in einem längeren Livestream, ich denke mal, dass ich so um 4, 5 Uhr anfange und der wird auch ziemlich lange gehen und Rainer wird wahrscheinlich auch mit dabei sein oder so, den Hof dann baue, mache ich halt auch mal einen Hof einrichten Stream. Machst du vielleicht nochmal die Karte auf und blendest das Gras an, wenn man wollte wissen, wie das Verhältnis von Ackerland zu Grasland ist auf der Karte. Na 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 na. Buff. Du weißt, dass wir ja, alles was grün ist, ist Gras. Aber es sind an sich, glaube ich, noch keine Weiden definiert, ne? Das müssen wir noch. Ich mache jetzt mal alles aus, was. Ne, ja, es sind noch keine Pastures definiert. Nee, ja, das war. Ich war nicht sicher, ob es schon drin ist. Nee, deshalb, das kannst du also gar nicht. Also im Prinzip ist, warte mal, ich mach jetzt mal alles weg. Dann ist die Tiersymbole am Feld sieht man eh, das wären Weiden. Ja, aber warte, kannst du jetzt gleich sehen. Aber es ist schon überwiegend Ackerland, ne? Echt, ne, ich finde gar nicht. Ich weiß nicht, ich frag euch, ich war noch nie in der Eifel. Das ist eine unschuldige Frage eines Österreichers. Also hier haben wir gar nicht viel. Tatsächlich gar nicht so viel. Ist da oben mehr Acker als Wiese, Andreas? In der Region ist effektiv mehr Ackerbau. Wenn man jetzt da noch relativ, wie soll ich sagen, vom topografischen her niedrig sind. Also sind das alles Felder hier außenrum, was man jetzt so grün sieht, noch auf der alten Karte dann? Alles Felder, was von außenrum noch so grün sieht. Also das, was jetzt hellblau ist, ne, das ist. Das sind Weiden, ne? Das ist hier das Weidegras. Ne, also das sind schon mal auf jeden Fall alles Weiden. Ja, da ist mehr Biogas. DZP, ja moin. Aber Wiesen sich einrichten, das hat man ja relativ schnell gemacht. Ja, genau. Eben. Hindert ja keiner einen. Ne, also da ist ja nicht das Problem, sich da was hinzuschnubbeln. At one of the past streams you explained that one year will be divided to 48 weeks instead of 12 months. Will it still be possible to choose how many days a week we can play, or will it be set on constant one day a week? It is constant one day a week. It's technically impossible to do it otherwise, because we need... You need always 4 days for 1 month, because you have 28 days.
divided through weeks means 7 days a week, means 4 weeks a month. And to display that, you need 1 day a week. But you can use or pick more. You can always the multiply by four. So 4, 8, 12. Du kannst das eh zeigen im Ding. Ich glaube, Achim hat schon drin. Man kann 1 bis 7 Tage pro Woche auswählen. Ach ja, stimmt. Ich kann das ja hier im. Ja. Okay. Well, exactly. I can show you. It is set. Das Traktorzahnrad. Yeah, but here. Yeah, it's in German now, but it means Tage pro Woche. It means days per week. 1, 2 days, 3 days, 4 days. But it's what? Bis 7 soll es gehen. Yeah. But it's confusing myself now. It's pretty easy. You can choose how many in-game days 1 week has. There are no longer months per se, so it's 48 weeks per year. And you can choose the days per week, and that is 1 to 7. Yeah. That would be stupid because a week doesn't have more than 7 days. So yeah, so normally I would say you have 4 days a month, 8 days a month, but this is pick per week, so it's always divided. So yeah, it's confusing because yeah, it changed. So four days a week, 8 days a week means 2 days a week. 8 days a month means 2 days a week. So this is the listing here. That would be 8 days a month. That would be 12 days a month. That would be 16 days a month. 20. 24, 28, and back again. Oh, he's driving again. No. Logosart, du kannst an sich jede Seemaschine benutzen. Manche Seemaschinen, vor allem die Novak, haben einfach zusätzliche Features, die mehr Sachen erlauben als normale Seemaschinen. Vor allem die Novak. Yep. Die Novak wird special. 7 days to die, ja. Wenn es nach Fütterung geht, auf jeden Fall. Boah, diese ganzen Bauminseln, die da drin sind, ne? Andreas, ich hasse dich jetzt schon, wenn ich hier mit 27 Meter Spritzgestänge und Fahrgassen fahre. Weiß. Boah. Ja, Hubert, das ist genau der Punkt, dass der Eintrag im Menü heißt halt absichtlich Tage pro Woche, damit man nicht so verwirrt ist. Also das Minimum, was du spielen kannst, ist 4 Tage pro Monat natürlich, aber du wählst es in Tage pro Woche aus. Die Häuser sind von Bernie SCS. Ganz viele. Von Rainer, von Aisha Power und von Farmer 5000, glaube ich, hier auch. Oder ist er nur auf der Holzer? Auf der Holzer. Hast du hier auch noch was vom Fist drauf? Ich weiß es jetzt gar nicht. Eins meine ich. Ganz vorne. Jetzt kommt die Biomasseanlage. Welche Biomasseanlage? Nee. Sagt er doch gerade. Ja, sagt Andreas, rechts kommt die Biomasseanlage. Anso, einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, wir machen. Rechts ist ein Hof, ne? Ist keine extra BGA. Ja, aber der Hof hat halt eine riesen BGA. Ja, die kleinste, die du im Standardspiel haben kannst. Aber hat irgendwie jeder Hof eine BGA. 2 von 3. Ach, das schieße gut. Ist die kleinste Standard-Biogasanlage im Spiel nicht eh schon so ein Riesenteil? Das sind 99 kW, ne? Naja, ist halt hier mal eben so 99% der Map. Ich habe 99 Felder und keins ist dir davon. Oh, ich sehe schon kommen. Hannes, moin. Na, haben wir hier echt ein bisschen Unkrautproblem in der Eifel, wa? Der Flugsamen hat sich aber richtig verteilt, oh. Lecko funny. Ja. Mirider, moin. Wo sind wir jetzt? Und jetzt Richtung Fahrzeughändler zurück. Nee, ich meine auf der linken Karte. Seite sehen wir Mario seinen Hof. Nee, ich meine auf der Karte. Wo sind wir auf der Karte gerade? Ich sehe links oben, links okay. Oben. Hä? Ich sehe mich nicht. Links oben.
ne? So. Mitte ich weiß, links. Ich weiß, wo der Fahrzeug. Ah, jetzt da, ja, Mitte. Ja, jetzt sehe ich den gelben Punkt. Ach ja, stimmt, ist ja jetzt gelb, ist ja nicht mehr lila. Bei uns gibt es Kühe oder Biogas oder beides. Richtig. Also dann was machen wir denn dann? Machen wir dann nächsten Freitag hier Höfe vorstellen oder was? Oder machen wir da unten? Panik, ich glaube, das ist jetzt als Häckselparty. Was? Unkraut-Häckselparty, ja. Unkraut-Zieh-Party. Aber wenn jetzt das Gras, wenn jetzt die neue Textur noch kommt hier fürs Gras, das wird nochmal um Klassen besser. Das wird nochmal richtig geil. Hier sind ja die Feldeinfahrten an den Feldern. Wo ist hinter uns Auto, aufpassen. Wir haben nur Quad. Ah, da ist Feldeinfahrt. Ja, ich mag das, wenn rechts und links neben der Feldeinfahrt keine Bäume stehen. Kommst du besser mit dem 5 Meter Schneidwerk drauf, ne? 12 Meter. 18. Wir sind hier in der Eifel. Also ich kenne einen Menschen, wirklich einen Menschen, der sich wie ein kleines Kind freuen wird, wenn der Nexat in den LS kommt. Ich glaube, kein anderer wird sich so sehr freuen wie unser lieber Achim. Vor allem, wenn dann der Häckselvorsatz dafür kommt. 24. Aber gucken, wenn ich mit dem Häckslerumbau fertig bin, habe ich vielleicht genug Erfahrung gesammelt, um das nächste Level zu erklimmen. Oh, bleib mal bitte noch mal ganz kurz stehen, bitte. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, weil hier ist nämlich anderes Gras drauf. Wo ist jetzt ein bisschen Sonne? Hier ist Sonne. Hier könnt ihr hoffentlich den Farbunterschied und auch den Höhenunterschied sehen von dem Gras. Und jetzt das Gras, was jetzt außen steht, das ist nicht schön grün genug und nicht so schön für den Randstreifen. Da haben wir anderes Gras. Und halt auch noch welches in der Mache. Ja, wirklich total schöner Ausblick, ne? Boah, du machst ja fast eine Punktlandung, Andreas. Wieso? Ja, 6 Minuten sind wir drüber, aber das passt. Haben wir auch 3 Minuten zu spät angefangen. Das stimmt. Das stimmt. Die Deutsche sind auch nicht für ihre Pünktlichkeit bekannt, also. Müll? Hör mal, ja, Quoten-Ösi, ja? Jetzt deutsche Pünktlichkeit, Viertelstunde vor der Zeit. Das Problem ist, eine Viertelstunde zu früh ist auch unpünktlich. Da hast du also recht irgendwo. Nur ab und zu muss ich mir hier rechnen für diverse Äußerungen. Du bist halt pauschal altenfeindlich und ich bin halt pauschal Situationsrassist, ne? Ösi-Rassist. Ich lieb dich trotzdem. So, warte mal, dann haben wir den hier zum... Abrundfahrt. Gehen wir noch kurz in den, so, wo ist denn jetzt meine Tastatur, da ist meine Tastatur, so, dann haben wir das schon mal hinter uns, dann habt ihr schon mal grob die Map gesehen, dann machen wir die Höfevorstellung, machen wir dann andermal, beziehungsweise am Sonntag werde ich halt meinen Hof bauen im Stream. Das wird mit Sicherheit wieder viel zu lachen geben und viel Chaos werden und ziemlich chaotisch ohnehin. Ich hoffe, ihr erscheint reichlich. Wir werden bestimmt dann auch einiges über TerraLife noch erzählen und mal gucken, vielleicht kann man auch den einen oder anderen Hof dann noch so zeigen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich zugeschaut habt und bitte vergesst auch nicht, ein Follow dazulassen oder ein Subscribe. Wie gesagt, für Amazon Prime-Kunden ist das kostenlos. Denkt auch dran, auf YouTube kommt das morgen als VOD, da könnt ihr es nochmal nachgucken. Auch da bitte gerne Kommentare drunter, ein Like da lassen und auch gerne ein Abo da lassen. Ich bedanke mich bei Achim fürs Dabeisein, beim Nightlook fürs Dabeisein. Gerne.
beim Andreas Sergeant Bilko fürs Map erstellen und dabei sein. Gerne. Und beim Mario fürs dabei sein. Jawohl, bitte. Hast du ausprobiert? Hat es geklappt mit dem Code? Ich habe den Code eingegeben, der ist auch akzeptiert worden, aber irgendwo hängt es noch. Okay. Ich schaue jetzt nochmal. Hast du es auf Steam eingegeben? Es kann sein, dass du neu starten musst und ein Update erzwingen musst vom Spiel, das ist manchmal ganz behindert. Okay. Ah, okay. Dann wäre ich das machen wir gleich am Stream dann. Dann sage ich jetzt einfach mal, wir könnten jetzt mal schauen, ob wir mal eben schnell beim Achim Mobil rüber raiden. In seinen Stream, der jetzt gleich hier anfangen müsste. Jetzt habe ich mich hier aber total verhauen. Moment. Stream Manager da und dann gehen wir hier auf Raiden und dann gehen wir hier auf. Ja, während der Uwe tippt, tatsächlich bieten wir mir auch coole Map. Wir könnten allerdings auch kurz zu Katsuo gehen. Das ist jetzt die Frage. Achim sagt, er möchte nicht unbedingt geradet werden, aber Katsuo ist am Hof Wiesengrund bauen und ich glaube, da sind auch einige interessante Sachen dann zu sehen. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal ganz blöd. Gehen wir zu Katsuo. Ja klar, warum nicht? Ne? Wer sehen will, wie ich weiter am Häcksler baue, Häcksler mit Bunker, was relativ trocken sein wird, aber vielleicht für den einen oder anderen interessant, der wird meinen Kanal schon finden. Genau, nee, aber geht auch, wenn ihr jetzt bei Katsuo da nicht weiter gucken wollt, geht danach dann gerne auch zum Achim und lasst da auch ein Like da. Ist jetzt nur gerade Hofwiesengrund, weil das Thema sehr, sehr oft aufgekommen ist. Dann könnt ihr da nämlich direkt beim Erbauer fragen, wie es da ausschaut. Lasst liebe Grüße von Paul da. Und ganz viel Liebe natürlich, ne? Ganz viel Liebe von Paul. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Dankeschön, dass ihr da wart. Reingehauen. Ja, wahrscheinlich beim aktuellen Fuhrpark dürfte das durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Uwe, Moinsen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen an alle Raiders.